Leute, willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder zu Optimi. Und ja Leute, heute versuchen wir uns mal den Emperor Gorilla zu machen. Ja, uns fehlt noch eine der goldenen Kelche, um uns den Emperor Gorilla vom Gorilla Fairground Event selber zu machen. Wir haben ja tatsächlich schon einen in Neon, aber heute ist an der Zeit, uns selber einen zu besorgen. Mal sehen, wie viele Kisten wir für den öffnen werden. Es könnte sehr, 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 sehr lange dauern, es könnte aber auch sehr, sehr schnell gehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie lang das hier gehen wird. Und ja, lasst gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und abonniert den Kanal und aktiviert auch, um keine coolen Roblox Videos mit zu passen. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen hier ins Zelt. Und weiter geht's nach dem Intro. Leute, hier sind wir. Wir brauchen diesen goldenen Kelch. Und wir haben tatsächlich schon zwei von dem. Ja, wir haben tatsächlich schon zwei. Wir brauchen allerdings drei. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, Leute, Legendary ist eine Chance von 5%. Das heißt, im Durchschnitt muss man 20 von diesen Premium-Boxen hier öffnen, um einen dieser Kelche rauszukommen. Wir haben tatsächlich schon zwei davon. Das heißt, wir brauchen nur noch einen. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass wir in der ersten Kanone einen bekommen. Es kann auch sein, dass wir in der 10. oder sogar der 50. Kanone einen bekommen. Ja, mal sehen, mal sehen. Wir kaufen direkt die erste. Und ich würde sagen, ja, wir kaufen das Ganze, Leute. Es wird Robux kosten. Falls du übrigens Robux oder Robux bekommst, gerne mit meinem Stucko Jojo. Und ja, wir haben die erste, Leute. Und let's schießen! Oh Gott, ich dachte, wir haben es direkt bekommen, Leute. Aber nein, wir haben das Ultra Rare Bumper Car bekommen und einen Gorilla. Ja, Leute, aus diesem Premium-Box hat man ja die 10%ige Chance, einen Albino-Gorilla rauszubekommen, von dem wir tatsächlich auch schon 4 Stück haben. Wie cool ist das? Und wir haben schon 27 normale Gorillas. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Gorillas wir am Ende dieses Videos haben, weil wir werden jetzt so lange öffnen, bis wir diesen Kelch bekommen. Auch wenn wir jetzt 100 Stück hiervon öffnen, Leute. Es geht weiter und schade, schon wieder nicht. Aber egal, Leute, wir schaffen das, wir machen das und wir werden das auf jeden Fall schaffen, Leute, weil ich will mir unbedingt meinen eigenen Emperor Gorilla machen und wir machen weiter. Oh nein, schon wieder nicht. Oh Gott, Leute, das Ding ist wirklich selten. Das Gute ist, man bekommt immer zwei pro Ding raus. Das heißt, eventuell sind die Chancen sogar noch ein bisschen besser, dass wir das bekommen. Man bekommt immer zwei, das heißt, wir müssen im Durchschnitt eigentlich nur 10 öffnen und wir haben jetzt schon 4 jetzt geöffnet. Also, komm schon, zeig dich, du. Schade, schade, Leute. Okay, jetzt kommt die fünfte. Jetzt kommt die fünfte, Leute. Und ich bin echt gespannt, wie viele ihr öffnen müssen, Leute, um das Ding zu bekommen. Ich hätte gerne eigentlich 4 Stück davon, aber das heißt, das wären dann ein bisschen zu viele, Leute. Das können wir so nicht machen, aber wir haben einen Psy. Immerhin haben wir einen Psy, Leute. Mal schauen, wie viele andere Gorilla wir uns heute noch machen können, weil ich denke mal nicht, dass der Emperor Gorilla, der meiner Meinung nach der coolste ist, der einzige ist, den wir in diesem Folge machen werden. Wie findet ihr eigentlich die anderen Gorilla, Leute? Schreibt mir gerne euren Lieblingsgorilla von denen hier in die Kommentare. Ich finde, Emperor Gorilla ist am coolsten, Leute. Und ich finde auch tatsächlich, dass der Emperor Gorilla in Neon absolut nice ist. Und ich will unbedingt einen selber machen. Das heißt, ja, wir schaffen das schon, Leute. Wir schaffen das schon. Und ich würde sagen, wir holen uns die nächste Premium-Box und schießen diese in den Orbit, damit wir hier hoffentlich jetzt einen Kelch bekommen. Und nein, schon wieder nicht. Aber ein Rolling Pin, immerhin. Das hat sich gereimt. So, Leute, weiter geht's. Und ja! Da ist er, Leute! Der Golden Goblet! Oh mein Gott, das ging schneller als erwartet. Das ist mega nice, Leute. Das heißt, wir können uns jetzt legit einfach einen Emperor Gorilla machen. Aber ich will noch einen Rolling Pin oder zwei Size haben. Oder, warte mal. Der Astronaut, wir haben 2 Sterne. Okay, Leute, ich will mindestens einen Stern, einen Rolling Pin oder 2 Size ziehen. Minimum noch, Leute. Und dann machen wir uns den Emperor Gorilla, weil, ja, irgendwie brauche ich die Pets auch noch, Leute. Irgendwie brauche ich die Pets ja auch noch. Und wir öffnen weiter und nichts, schade. Egal, 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 Leute, es wird weiter gekauft, es wird weiter gekauft. Und gekauft, Leute, boom. Und zack, da haben wir einen Rolling Pin. Perfekt, jetzt brauchen wir nur noch einen Stern, Leute. Wir brauchen nur noch einen Stern, der Ultra Rare ist. So sind Ultra Rare gar nicht, Leute. 20%. Das ist eigentlich schon ziemlich häufig, muss ich sagen. Aber wir bekommen ihn jetzt. Nein, wir haben das andere Ultra Rare bekommen, und zwar das Bumper Car. Aber jetzt bekommen wir den Stern, Leute. Weil ich brauche einen zweiten Astronaut. Oh, weil ich will die Welt von oben sehen. Leute, wieso bekommen wir die ganze, die ankommen Banana Leaves? Okay, vielleicht, weil sie 45% sind, Leute. Aber, ja, gut, ja, gut, ja, gut. Komm schon, bitte, gib mir einen Sterne-Dop-Me, come on! Nein, schon wieder nicht, das kann doch nicht sein.
Boom! Und Mann, wir kriegen die ganze Zeit nur Ankommens raus. Okay, Leute, wir werden noch zwei Stück öffnen. Wenn wir jetzt aus den zwei Stück keinen Stern rausbekommen, dann selber schuldet, Omni. Dann selber schuldet, Omni. Eventuell werden in der Zukunft nochmal ein Video kommen, wie wir nochmal welche von diesen hier öffnen, weil das Event ist ja schon bald wieder weg. Und ich finde das Event ziemlich cool und deshalb hoffe ich, dass ich jetzt einen... Yo! Noch einen Golden Goblet bekomme! Will das Spiel etwas sagen, dass ich mir noch einen Emperor Gorilla machen soll? Eventuell, Leute, eventuell, aber ich weiß ja nicht, ob das, ich meine, wenn wir jetzt vielleicht noch einen bekommen, wäre das natürlich sehr, sehr cool und wow, wir haben das Karussell-Propeller bekommen, aber das ist nicht den Ultra-Rare, den wir wollten. Okay, Leute, wir öffnen noch zwei weitere, komm schon, Leute, zwei Stück öffnen wir noch und danach werden wir uns den Emperor-Gorilla machen. Aber jetzt, wenn wir jetzt hier einen Stern rausbekommen, come on! Ah, schade. Und wir haben auch noch keinen einzigen Albino-Gorilla rausbekommen heute, oder? Oder habe ich mich jetzt verirrt, Leute? Das frage ich mich auch, weil eigentlich haben wir recht viele immer bekommen, aber jetzt haben wir irgendwie gar keinen bekommen. Und, nee, immer noch nicht, Leute. Also, das kann doch nicht sein. Wie viele von den Dingern habe ich jetzt schon geöffnet eigentlich? Ich habe gar nicht mitgezählt, Leute. Habt ihr mitgezählt? Schreibt es mir in die Kommentare. Okay, wir öffnen die nächste Box, Leute. Wir öffnen die nächste Box und immerhin einen Rolling Pin. Okay, Leute, jetzt aber wirklich die letzte, Leute. Das hier ist jetzt wirklich die letzte Box, die wir öffnen in diesem Video. Und danach machen wir uns den Emperor Gorilla. Und let's go! Noch einen Rolling Pin. Und damit können wir den Gorilla hier zu einem Chef-Gorilla machen. Moin, moin, moin. Was geht? Ich würde dich gerne in einen Chef turnen. Let's go! Wir haben 44 Gorillas noch. Ich schnapp mir jetzt den Gorilla, gehe zum Emperor Gorilla und ja, du gehörst jetzt mir. Let's go, Leute. Da ist er. Und er steckt fest. Und hier ist er, Leute, mit den Accessories, mit der Krone und mit dem Ding da hinten. Und er sieht mega, mega cool aus. Ja, wir haben jetzt unseren ersten Emperor Gorilla. Das Ding ist, Leute, wir haben jetzt hier noch so ein Ding. Und es würde ja eigentlich eine Verschwendung sein, wenn wir nicht noch mehr Boxen öffnen, oder? Wollt ihr noch ein Video, wo ich nochmal Boxen öffne? Leute, lasst mich in den Kommentaren wissen und natürlich auch mit einem Daumen nach oben. Und ja, also ich, Leute, ich meine, wir hatten jetzt noch zwei davon, einen davon und zwei Sterne. Ich will unbedingt noch einen Stern haben. Ich will unbedingt einen Astronauten noch machen. Komm schon. Wow, wie halten wir ihn bitte? Eine Box öffnen noch zum Ende, Leute. Eine Box geht noch. Eine geht noch rein und hier werden wir jetzt ganz sicher, Leute, ganz, ganz sicher einen Stern rausbekommen. Come on! Nein, aber einen Rolling Pin. Okay, Leute, eine noch. Eine noch, aber wirklich nur noch eine. Dafür müsst ihr alle einen Daumen nach oben geben. Oh Gott, das sind so viele Robux. Was mache ich hier eigentlich gerade, Leute? Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon geöffnet? Oh mein Gott, okay. Und... Wow! Oh mein Gott! Ein Golden Goblet und einen Albino-Gorilla. Das ist ja mal ein mega cooler Hedge auf jeden Fall hier. Aber Leute, es fehlt uns nur noch ein Golden Goblet, um uns noch einen Emperor-Gorilla zu machen. Aber das machen wir nicht heute, das machen wir eventuell in der Zukunft, Leute, weil ich will auf jeden Fall noch einen davon bekommen. Falls es dir gefallen hat, gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und aktiviert auch im Kanal mit coolen Roblox. Ich würde mich zum Beispiel noch, würde ich sagen. Haut rein und ciao, Leute!